die Late Night Fast Life aus dem Maskott. Heute mit Rops Pence. Und mit mir, Agota Dimen. Und da ist er, der Kapitän deines Herzens, Dominique de Ville. Sehr schönen Applaus, sehr unverhofft für mich. Merci vielmals, dass ihr da sind. Live im Maskott und auch daheim in der Fernsehsessel. Halb live zu Deville Late Night. Herzlich willkommen. Letzte Woche habe ich eine schöne Meldung gelesen in der Zeitung, im Zug ist es, glaube ich, gesehen, wo mich wahnsinnig schockiert hat im ersten Moment. Ich habe gedacht, wow, was für ein krasser Typ. Hm? Was habe ich dort können lesen? Ich gebe zu, ich habe es falsch gelesen. Es geht um das englische Königshaus. William zeigt seinen kleinen Prinzen. Ach, ein krasser Typ. Wow. In der Öffentlichkeit lässt sich der Bilo fotografieren. Ja? Und dann habe ich geschnallt, ah nein, schau jetzt da seine Kate. Ja? Also die englische Herzogin Kate hat ein Kind entbunden. Ja? Wie könnte der Name lauten von dem Kind? Brexit. Ja, das könnte eventuell sein. Finde ich einen guten Namen. Wie hat das Kind die Geburt überstanden? Es ist, glaube ich, alles gut gegangen mit der Geburt. Es hat auch seinen ersten lauten Schrei schon da, nachdem er 17 goldige Löffel aus Ohren, Nase, Maul und Vögel entfernt hat. Ist das dann gegangen? Ist sowieso etwas Spezielles, wenn so ein Kind in England geboren wird, im Königshaus? Wir Schweizer denken da, wir machen die Geburtsanzeige, aber das reicht natürlich den Engländer nicht. Die holen den alten Mann, der wirklich vor dem Spital umschreit und verkündet, dass jetzt ein Kind geboren wird. Wir haben hier ein exklusives Filmmaterial. Surprise! Strassenmagazin! Ein Bübli ist heute am Nachmittag auf die Welt gekommen. Kaffee, Bier, Sandwichli zum Mitnehmen. Lösli für 4,50. Wer ist die Frau da hinter mir? Ding, dong, ding, dong. Beeindruckend, oder? Was für ein Theater. Da denken wir aufklärte, zivilisierte Schweizer, denken, die Engländer, weißt, mit ihrer Monarchie, da machen sie so eine Bramborum rundherum, wenn ein Kind geboren wird. Das können wir nicht verstehen, so ein Theater. Gut, wenn sie es wenigstens würden anzünden auf einem Platz und rundherum reiten, dann würden wir mitmachen. Haben wir denn ein Bild von dem kleinen, ein Bübli ist das, glaube ich? Ah. Oh. Jetzt nicht übertrieben, also so. Sender, das interessant, auch die Thronfolge hat sich jetzt komplett neu verteilt. Wie, an welchem Platz steht jetzt der Bub? Fünfte. Fünfter Platz. Wenn wir zusammen schauen, wie wir es schaffen, also wenn die Queen stirbt, wer kommt denn? Dann kommt der Prinz Charles. Ja. Dann kommen die Hunde von der Queen. Dann kommen ihre Hüte. Und dann wahrscheinlich der Roger Federer. Nehmen wir jetzt mal an. Das ist so die britische Thronfolge. Roger Federer, übrigens, der sollte also zurücktreten von der britischen Thronfolge. Der hat jetzt gerade wieder etwas bekommen letzte Woche. Und zwar ist er auf dem Time Magazine ist er abgebildet worden. Ah, schau mal, das ist natürlich eine schöne Ehre. Time Magazine. Hä? Da sind schon Putin, Hitler und Stalin abgebildet. Das ist er. Und das reicht nicht. Ich habe gehört, Panini zieht jetzt nachher, macht das Panini-Federer-Album. Nur der Roger drin. Hast du schon Roger beim Brühlen, Roger beim Duschen, der Roger, Roger Ohrläppli gegen Roger Schulter. Gibt dann auch so Bilder, die man zusammenkleben kann. Das ist also etwas Wunderbares. Finde ich gut, das ist ein Panini-Album. Weil, das muss man ganz ehrlich sein, auch das Time Magazine, da sind nicht so interessante neue Fakten drin gestanden. Und wir bei Deville Late Night haben uns die Mühe gemacht und haben so ein neues, eine neue Faktensammlung über den Roger zusammengestellt. Heisst Facts about Roger. Kann man auf Twitter nachschauen. Das ist wirklich jetzt aufgeschaltet. Wenn wir mal die schönsten, unbekanntesten Fakten miteinander anschauen, die wir so gesammelt haben aus der ganzen Welt. Schauen wir mal. Also zum Beispiel, finde ich schöne Fakten. Roger konnte sich den Namen seiner Ehefrau zu Beginn nur schwer merken. Vielleicht nur einer. Rogers Lieblingsgemüse ist der Federkohl. Das kann man einfach auch mal wissen, ist doch interessant. Was noch? Roger trägt keine Unterhosen für ein besseres Ballgefühl. Ich habe gewusst, Roger und ich haben einiges gemeinsam. Würde ich sagen. Was haben wir noch? Bei jedem Streitgespräch gegen Mirka gewinnt Roger mit 3 Sätzen.
Schlau. Schön, was noch? Bevor Belly in Rogers Nähe durften, werden sie gründlich gefilzt. Alles wahre Fakten, die man da zusammengetragen hat. Und einer von meinen Lieblingsfakten, muss ich sagen, auch im Bett ist Roger für seine Beinarbeit bekannt. Alles Facts about Roger. Roger, noch etwas ganz Privates vielleicht noch. Um fit zu bleiben, schlägt Roger seine Kinder nur mit der Rückhand. Aber schwör! Schaut das noch auf Twitter, Facts about Roger, und gebt auch eure eigenen Entdeckungen über Fakten ein, aber bitte immer mit Quellenangaben, wenn wirklich nur die wahren Sachen dort drauf tun. Was kann man noch sagen? Er war übrigens auf dem Cover, weil er eine der 100 einflussreichsten Persönlichkeiten war. Und ich finde schon, also der Roger, wer ist nicht beeinflusst vom Roger Federer da drin? Roger Federer. Also wegen Roger Federer esse ich nur noch Barilla-Spaghetti und telefoniere mit Sunrise. Das ist, das tut mich schon irgendwie prägen. Übrigens, das ist Wahnsinn, oder? Du bist auch Roger-Fan. Für was der alles Werbung macht, der Roger? Was haltest du davon eigentlich, Agota? Du bist so toll, du bist so heilig, viel zu perfekt, es ist mir fast schon peinlich. Du bist eine Ikone mit Stil und viel Glamour, ohne Skandale, aber dafür mit Rolex-Uhr. Ich bin wie jeder hier ein großer Fan von dir. Doch etwas wünsch ich mir so sehr von dir. Bitte schick mir ein Haar in ein Kuvert oder ein Träne von dir. Doch King Roger, etwas muss ich dir gestehen. Ich hab dich zwar schon oft im Fernseher gesehen, doch dass du Tennis spielst, war mir nicht ganz klar. Ich dachte, du bist nur der größte Werbestar. Wilson, Rolex, Nike und Jura, Gillette, Lindor und Barilla, Credit Suisse und Sunrise Band, Moët, Chardon und NetJets, alles das kauf ich von dir ab, weil ich dich so mag, Roger. Sehr berührend. Roger, nimm dir das zu Herzen, bitte. Sehr berührend von Agota Diemen. Sehr berührend auch das Treffen in der letzten Woche in den USA. Der Macron und der Trump sind aufeinander getroffen. Und was soll ich sagen? Mua. Ich mache das, würde Macron den Trump wirklich wahnsinnig gern haben. Die beiden sind aufeinander zugegangen, haben sich wirklich innig geliebt. Wir sind gespannt, wie in 9 Monaten das Kind wird heißen. Man tut sie jetzt auch schon zusammen tun, so in seinem Kopf. Sie heißen Macrump, sagt man ihnen schon, so als das Bärli. Der Trump hat auch den Macron wirklich sehr gut mögen, auch mit seiner Mutter. Der Brigitte ist sehr gut ausgekommen. Und,
Es hat schon eine Enttäuschung gegeben. Also die Liaison hat zwei Tage gehalten. Und dann hat vor dem Kongress der Macron so richtig mal die Meinung gegeben. Also hat ihn okay wie ein halbgas Tinder-Date, wo der Trump wirklich so ein bisschen hat mögen. Das tut uns leid. Er muss sich jetzt wieder zusammenreißen, weil jetzt kommt dann Merkel hinten noch. Jetzt gibt es ernst, ja. Jetzt ist fertig geschmäuselt. Die Merkel muss noch ein bisschen warten vor der Tür. Sie sind im Weißen Haus zuerst noch müssen die Schleimspuren entfernen, dass sie kann holen. Aber wir sind gespannt, was sich hier vielleicht in der nächsten Woche wird auftun zwischen diesen beiden. Zum Dreck, auch sonst in der Welt aussen. Wir haben es jetzt wieder schön in der Schweiz. Ja, das Wetter stimmt. DJ Bobo ist gerade nicht auf Tour. Das ist natürlich etwas Wunderbares. Und das gibt natürlich Probleme. Auch wir Schweizer haben Probleme. Schauen wir mal, was da wieder ganz krass in die Medien reingekommen ist. Ganz tragisch. Und da muss man sich doch wirklich fragen, auch in den Foren und in den Kommentarspalten, fragt man sich, was sind denn das für Tiere, die den Abfall hinterlassen. Was sind das für Menschen? Wie kann man nur so sein? Wer sind die Täter? Man will Antworten hören. Und wir hier bei Deville Late Night versuchen uns eine Aufklärung. Und wir haben so einen Täter eingeladen, der selber sagt, ja, es ist ein Litterer, der selber sagt, aber auch er sei ein Betroffener, auch er sei eigentlich Opfer von dem. Und deswegen freue ich mich, dass er sich hier zu uns wagt. Er will natürlich anonym bleiben, aber der Name ist der Redaktion bekannt. So, da ist er auch schon. Herzlich willkommen bei Deville Late Night. Herr, der Name ist der Redaktion bekannt. Sie haben sich entschieden, auszukommen, haben sich bereit erklärt, zwar anonym, aber doch über Ihr Problem zu reden, über das Litteren. Warum denn ganz genau? Ja, bei mir ist einfach so, ich habe genau das Problem, das alle Litterer auch haben. Ich kann einfach nichts für mich behalten. Gut, Sie merken vielleicht, es klingt jetzt auch ein bisschen komisch, wenn natürlich wegen anonymen Zwecken so einen Filter drüber gelegt mit so einem Ostschweizer Dialekt. Ja, das also Also sagen Sie, das nimmt den Anschein, das Litteren, Sie beschreiben das vielleicht als einen Zwang, ja? Stimmt das so weit? Ja, es ist tatsächlich ein Zwang, ich kann nichts dagegen machen, ich nenne es auch Abfalltourette. Aha. Und muss man auch sagen, wann hat denn das genau angefangen mit der Littering-Sucht? Ja, also wenn ich ehrlich bin, ich glaube, es hat in der Kindheit schon angefangen. Schon als ich ganz ein kleiner Bub, ein kleines Bubli war, haben mich meine Eltern immer mitgenommen am Bodensee, sind immer Enten füttern. Haben wir die Enten beworfen mit altem Brot. Und wenn man ehrlich ist, ist ja Enten bewerfen mit altem Brot auch nicht anders als einfach ökologisches Littering. Und dann bin ich irgendwie in den Strudel drin hineingeraten. Es hat angefangen mit kleinen Sachen. Mal da ein Zettel Papier liegen lassen, da mal eine Salatbox ins Gras hineinschmeißen. Und dann irgendwie sind die grossen Sachen plötzlich dazugekommen. Irgendwie ein Velo ins See schmeißen, dann mal ein Klavier ins Tram hineinstellen oder einen Satz. Ein Satz Winterpneu im Friedhof entsorgen. Man kennt es halt, wie es halt so kommt. Darf ich fragen, verstehen Sie, dass Leute sich vor Ihnen grausen, dass Sie da so etwas sind, das die Öffentlichkeit zumüllen? Ja, verstehe. Wissen Sie, Sie müssen mich auch verstehen. Ich sehe, dass Littering für mich eine Jugendkultur Das ist einfach für mich als Individuum auch Möglichkeit, mich künstlerisch und doch kritisch mit dem öffentlichen Raum auseinanderzusetzen. Also für mich ist es eine Art 3D-Graffiti. Jedes einzelne Abfallstückchen, das irgendwo im Zeug unten liegt, ist für mich einfach eine temporäre Installation. Ich meine, Entschuldigung, da bei dem fetten Engel im HB sieht auch niemand jemanden. Sieht auch niemand etwas, dass der da die ganze Zeit umeinander hängt. Ich meine, der hat auch einfach irgendjemand angehängt. Meine anderen hängen, ich werfe halt, aber eine Dose im Gras hat einfach nicht die gleiche Lobby wie ein fetter adipöser LSD-Engel. Ich meine, Entschuldigung. Ja, beruhigen Sie sich bitte noch ganz schnell. Aber ich habe gelesen und gehört, dass Sie das versuchen, Therapie. Sie haben wirklich eine Therapie angefangen. Wie muss man sich das vorstellen? Ja, ich habe tatsächlich eine Therapie angefangen vor vielen Jahren. Bis in längerer Zeit in der Reha, in der Entzugsklinik zu Olten. Das funktioniert relativ gut. Bei den anonymen Litterern sind wir dabei. Und es ist so, dort funktioniert das relativ einfach. Also man sitzt im Kreis und dann werde ich einfach 3 Stunden lang von anderen Patienten mit hartem Brot beworfen, um mein Kindheitstrauma zu überwinden. Und glücklicherweise darf ich sagen, und ich bin stolz darauf, haben wir Erfolg. Also ich bin seit einem halben Jahr komplett, absolut clean. Also das nennen Sie clean? Wirklich clean? Ich bin komplett clean. Ich habe seit einem halben Jahr nichts mehr irgendwo hingeworfen. Wirklich gar nichts mehr. Nicht ein einziges kleines Ding.
Also wirklich, ich bin. Es ist eine schöne Sache, es ist jetzt auch sauber um mich herum. Wir sind clean und da danke ich allen. Merci. Gut, danke vielmals, Herr, Name der Redaktion bekannt. Und bleiben Sie super. Merci vielmals, Ihren Applaus. So. Wir kommen jetzt zu einem Künstler, der den weiten Weg aus Australien hier zu uns gemacht hat. Ich freue mich wahnsinnig, dass er heute dabei ist. Er ist der Zappel Philipp der australischen Nation. Grossen Applaus bitte für den unvergleichlichen Robs Band! Ja, ich bin ein Australier und wie die meisten Australier, ich bin ein überzeugter Relaxaholic. Ja, ich habe es in Australien gelernt, aber in Italien perfektioniert. Ja, letzte Woche hat meine Frau gefragt, Rob, was machst du heute? Ich sagte, nicht. Das hast schon gestern gemacht. Ich bin noch nicht fertig geworden. Ja, für mich ist der schönste Tag, wenn ich nur eine Entscheidung treffen muss. Soll ich mich hinsetzen und nichts tun oder soll ich mich hinlegen und nichts tun? Und ich komme mit dem Morgen nicht klar. Aber gewisse Leute, die stehen früh auf, wach, energetisiert, einsatzbereit. Die halte ich nicht aus. Das sind Streber. Gibt es solche Leute hier? Hände hoch, diese Morgenmenschen. Komm, Hände hoch. Oh, es gibt, ja. Yeah. I hate you. Ja, das sind die Leute, die um 5 Uhr aufstehen. 5 Uhr ist gefährlich. Zu dieser Zeit laufen nur Zombies herum, oder? Und Streber so. Ja, diese Morgenmenschen sind so selbstgefällig, oder? So, ah ja, ich stehe 5 Uhr auf, jogge 10 Kilometer, mache Yoga, Pilates, lese meine Zeitung, mache meine E-Mails, trinke einen Green Smoothie. Mäh, 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 mäh. Geht's noch? Das einzige Große, was ich am Morgen erreiche, ist Scheiße. Aber immerhin 1 Kilo abgenommen. Natürlich würde ich auch gerne früh aufstehen und beeindruckende Sachen machen, oder? Yoga, Pilates, Lasagne machen, afrikanische Kinder immunisieren. Aber ich habe einfach keinen Bock drauf. Aber meine Frau ist so eine. Meine Frau ist sehr aktiv. Und wenn ich etwas Freizeit habe, dann denkt sie, oh, Rob hat ein freies Fenster. Let's fill it up with shit. Und sie kommen mit blödsinnigen Ideen, oder? Wie zum Beispiel das Büro neu organisieren oder den Keller aufräumen oder die Terrasse mit dem Kärcher Hochdruck zu reinigen. So. Super, Schatz, mach ich gern. Es ist Juni und der erste schöne Tag seit August 2007. Mach ich. Run, Bitch, run. Auch wenn die Terrasse die Farbe vom Dunkelgrau zu Hellgrau wechselt, ist sie immer noch fucking grau. Ich hasse Hausarbeit, oder? Du machst den Betten, reinigst den Badezimmer, machst den Abwasch und ein Jahr später fängt alles wieder von vorne an. Ja, ich bin schlecht domestizierbar. Ich habe ein Problem mit Pünktlichkeit. Und Schweizer hasst es, wenn du zu spät kommst, oder? Auch wenn du 5 Minuten früher da bist, bist du immer noch 5 Minuten zu spät. Für Australien ist Verspätung normal. Bei uns ist Pünktlichkeit reine Zeitverschwendung. Dann musst du auf alle anderen warten. Wenn du in Australien 10 Minuten zu spät bist, bist du immer noch einen Tag zu früh. Danke, das war's. Rob Benz! Rob! Wunderbar. Kann man denn irgendwo das als Programm nehmen, das ein bisschen länger als 3 Minuten geht? Wie heißt das? Wo kann man dich sehen? Es heißt Mad Men. Ich mache jetzt Schweizer Tournee. Alle Infos sind auf robspence.ch. Ich bin fast überall in der Schweiz und mache jetzt auch viel auf Facebook. Und habe gerade ich habe es herausgefunden, wie es funktioniert. Und ich bin auf Instagram. Ja. Und auf Facebook haben wir gerade etwas lanciert: Schweizerdeutsch für Ausländer. Ah, kannst du selber, verstehst du Schweizerdeutsch? Ja, ich kann Schweizerdeutsch, ja. Okay. Ja, schön, dann werden wir doch noch einen, uns hier beim Spiel noch einen treffen. Es wird ein grossartiges Spiel. Nicht einschlafen, nicht einschlafen. Und da reden wir noch ein bisschen. Rob Spence, meine Damen und Herren. Danke, Rasse. So, kommen wir zu einem ganz schönen Thema. Ein ganz wunderbares Thema, das ich entdeckt habe. Und zwar hier jetzt bei Tischlein. So ist es. Und zwar habe ich in die Zeitung hineingeschaut. Auch ich lese hier und wieder Zeitung. Und was sehe ich für eine sehr lustige Meldung? König von Swasiland benennt sein Land um.
Ja? Swasiland in Südafrika. Wieso? Weil er als Schweizer bezeichnet wird. Also Swasiland wird ja offensichtlich immer mit der Schweiz verwechselt. Haben Sie das Gefühl? Wie heißt denn das Land jetzt? Ja? Schweden. Das war dumm. Das wäre jetzt wirklich. Nein, es heißt nicht mehr, das müssen wir hören, es heißt Eswatini. Das ist kein Witz, sie heißt jetzt Eswatini. Und ich finde das ehrlich gesagt sehr klug, weil die Schweiz und Swasiland haben ja wirklich wahnsinnig viel gemeinsam. Das verwechseln wir sehr schnell. Beides ist ein kleines Binnenland. Ja? Wenn man die Flaggen anschaut, zum Beispiel von Swasiland, hat auch die wahnsinnig viel mit der Schweiz zu tun. Sehen Sie das? Hat viel mit der Schweiz zu tun. Wahnsinnig viel Spiess mit dem Brett vor dem Kopf. Schau mal. Die haben das Oberhaupt, heisst Mswati der Dritte. Das ist der König vom Swasiland. Der hat das ja beantragt, die Umbenennung. Und der wird auch wahnsinnig viel verwechselt mit Schweizer Persönlichkeiten. Ich meine, der Typ ist unglaublich korrupt. Er kauft sich heimlich, aus der Staatskasse raus, heimlich kauft er sich irgendwelche Jets. Und er hat 14 Frauen, ja? Er wird einfach verwechselt mit Platten, Parmelin und Vuillot. Wirklich, das ist so etwas. Und auch für die Schweiz hat es natürlich Folgen. Die Schweiz hat sofort reagiert, ja? Was? Swasiland heisst jetzt Eswatini. Ab jetzt gibt es bei unseren Banken kein E-Banking mehr, nur noch Swasi-Banking. oben im Zürich-Zoo hat es jetzt auch ein Swasifantenhaus, das ihr anschauen könnt. Und die Schweiz wäre jetzt wirklich sehr lustig, muss ich sagen, wenn sie auch den Namen jetzt würden wechseln. Ein Eswatoni oder irgendwie so etwas. Das wäre extrem fies. Also nur einmal, erklären wir doch nur einmal, wie der Schweizer funktioniert. Hier ein Lehrvideo. Liebe Ausländer, heute möchte ich euch etwas erklären, das essentiell ist für ein friedliches Leben in diesem Land. Die Schweizer. Grüezi. Er ist zurückhaltend, bescheiden und manchmal auch etwas verschlossen. Wenn man ihn aber besser kennenlernt, so ist er sehr freundlich und sympathisch. Es ist jedoch nicht so einfach, ihn kennenzulernen. Mein bester Kollege ist der Stefan Spüler. Ein Schweizer ist sehr modebewusst. Und sehr pünktlich. Susi, wo bist du? Wir haben am 7. abgemacht, jetzt ist 5 Uhr. Oft schaut er grimmig. Das liegt aber am Schweizer Wetter. Schon wieder Nieselregen. Manchmal ist er aber auch glücklich. Dann denkt er wahrscheinlich an Roger Federer. Der Gold. Er ist ordentlich und sauber, kann sich aber auch gehen lassen. Entschuldigung. Er ist meistens höflich und zuvorkommend. Das ist aber lieb, dass Sie das sagen. Außer er weist einem zurecht. Aber können Sie bitte aufhören, mit dem Stock auf mich zeigen? Aber im Grunde will er einfach nur verstanden werden. Ich brauche einfach Liebe. Ja, du bist ein guter Schweizer. Guter Schweizer. So ein guter Schweizer. Sehr, sehr, sehr guter Schweizer. Liebe Ausländer, Sie sehen also, auch die Schweiz kann trotz Schweizern ein gutes und schönes Land sein. Man muss nur lernen, sie zu verstehen. Gell, du? Gell, du? Gell, du? Gell, du? Und du bist so ein guter Schweizer. Bleiben wir ein bisschen bei den Namen. Man sagt ja vielfach, Namen sind Schall und Rauch. Das stimmt aber nicht. Namen sind wahnsinnig wichtig. So wichtig, dass gewisse Konzerne oder Firmen oder Menschen oder Produkte ihre Namen im Laufe der Zeit ändern, weil sie etwas anderes ausdrücken wollen, etwas anderes aussagen wollen. Ein ganz einfaches Beispiel. Kann sich noch jemand an Ryder erinnern, früher? Ryder in den 80er Jahren. Das ist dann zum Twix geworden. Früher zum Beispiel hat es auch Cosa Nostra geheißen. Ja, heute heisst es Postauto AG. Früher hat es geheißen, ein Weiser aus dem Morgenland. Heute ist der Islamist. Früher hat es auch geheißen, Spanner. Heute ist das der Sozialdetektiv.
Früher hat es geheißen Erziehung, heute heisst es Ritalin. Und früher heisst es auch geheißen guter Kamerad, das ist heute Kollege. Und es gibt wirklich in der Schweiz also Unternehmen, die den Namen geändert haben. Ein sehr bekanntes Unternehmen ist der Flughafen Zürich. Der hat nicht immer so geheißen. Der hat ganz am Anfang hat der Flughafen Kloten geheißen. Flughafen Kloten. Und dann haben die auf einmal festgestellt, dass Kloten auf Holländisch. Oh nein! Wirklich wahr? Das heisst das, was ihr alle denkt, ja? Ja? Und dann denkt, man muss vielleicht, ja, man muss vielleicht einen anderen Namen geben. Dann haben sie einen Werber eingeladen. Und dann ist der Werber gekommen ins Büro von diesen Flughafenleuten. Und dann haben sie gesagt, lieber Werber, lass zu, wir brauchen einen anderen Namen. Weil Kloten heisst etwas anderes auf Holländisch. Hast du nicht etwas Spezielles, weißt, wo ein ganz eigen tönt? Und dann hat der Werber 3 Wochen lang überlegt. Und er hat gesagt, komm, heisst doch Unique. Und alle so beim Flughafen. Wow, mega guter Name. Wow, Unique, ja. Das sind 3 Millionen Franken. So viel hat der Name gekostet, wo sie sich da ausgedacht haben. Jetzt hat es ein Problem gegeben. Und zwar sind wahnsinnig viele Geschäftsleute, die haben gesagt, sie wollen zum Unique, wenn sie sind wirklich mit dem Taxi auf Münich, auf München gefahren wurden. Das war das Problem. Und dann haben auch irgendwie die Leute auch gar nicht mehr so richtig gewusst, ja, was ist Unique, was ist das überhaupt. Da hat man den Werber nur einmal geholt. Man hat ihn nur einmal geholt. Und hat gesagt, du, hättest du nicht etwas, was ein bisschen klarer wird, was wir sind? Kannst du dir da etwas ausdenken? Weißt du, was so ein bisschen logisch ist, was wir hier machen? Was machen wir überhaupt? Ich weiß auch nicht, man heisst Unique, keine Ahnung, was wir hier machen. Weißt du, ein bisschen, was wir. Dann ist der Werber noch mal 2 Monate, hat er sich noch mal zurückgezogen. Dann ist er wieder ins Büro gekommen und hat gesagt, da kommt mein Vorschlag. Achtung. Flughafen Zürich. Und ich bin Flughafen. Dass wir da nicht selber drauf gekommen sind. Das zeigt genau das, wo wir sind. Hier, 3 Millionen Franken. So viel hat es noch einmal gekostet, um den Flughafen umzubenennen. Noch origineller hat es den Werber gemacht bei der Coop Bank. Ja, Coop Bank hat es ja gegeben. Und die haben auch gesagt, irgendwie Coop Bank, das ist vorbei. Da müssen wir irgendeinen anderen Namen haben. Etwas, wo die Leute sich ein bisschen aufrütteln und denken, wow, krass und so weiter. Da haben sie den Werber geholt, ja. Und der hat sich dann noch mal 2 Monate zurückgezogen und ist dann wieder gekommen und hat gesagt, hey, ich habe eine riesige Idee. Ihr heisst jetzt, aufpassen, haltet euch fest. Ihr heisst nicht mehr Coop Bank, ihr heisst jetzt Bank Coop. Und alle so. Wahnsinn, das sieht wirklich aus. Und dann haben sie aber wahnsinnig viele Anteile verkauft von dieser Bank oder Welle. Und dann haben sie Bank Claire geheissen. Das war nochmal der Wechsel. Sie haben aufgrund des Namenswechsels wahrscheinlich, das ist halt wichtig für die Identität, haben sie wahnsinnig viel Geld verloren in den ersten Jahren. Jetzt heisst sie Bank leer. Das wäre so ein Vorschlag. Also merkt euch einfach, wenn ihr wollt, moderner, schneller, besser aussehender, lustiger, gewitzter und einfach erfolgreicher werden, den Namen wechseln. Haben wir auch gemacht. Wir haben früher Jacobo Müller geheißen. Ja? So, und jetzt so eine ganz wichtige Meldung aus dem Ausland. Bitte. Und soeben erreicht uns diese wichtige Sondermeldung. Danke. Das beliebte soziale Netzwerk Facebook will neben Like, Herz und anderen Buttons nun auch den Sarkasmus-Button einführen. Umfragen unter Nutzern zeigen jetzt schon, diese sind darüber ja sowas von begeistert und können es kaum erwarten. Historischer Fund. Die Ursprünge von Dini-Murter-Witze sind endlich geklärt. Diese Mutter ist die echte erste Dini-Murter. Und ihre sterblichen Überreste wurden nun in einem kleinen Dorf bei Weißrussland gefunden, wo die erste Dini-Murter von 1850 bis 1933 gelebt haben soll. Die Ausgrabungen sollen noch bis 2038 dauern. Mehr dazu später. Wir schalten jetzt zurück ins Maskott. Tschüss!
Wir machen ein ganz tolles Spiel. Lass mich das schnell erklären. Ein tolles Spiel, das wir wirklich maßgeschneidert haben auf dich, den Zappelphilipp, Rob Spence persönlich. Und zwar ist das eigentlich die klassische Charade. Ja? Wir kleben euch Persönlichkeiten auf die Stirn. Ihr spielt zusammen, nicht gegeneinander, sondern miteinander. Ihr habt 2 Minuten Zeit und müsst mindestens 3 Personen voneinander herausfinden. Mhm. Das heisst, zuerst geht Rob Spence auf die Bühne und spielt auf der Bühne nicht mit Wort, sondern mit seinem ganzen Körpereinsatz ohne Wort spielt er die Person, die bei der Agatha oben klebt. Sobald Agatha Ruh das herausgefunden hat, wechselt ihr die Rolle. Agatha sprintet auf die Bühne, weil die Zeit läuft, ja, in 2 Minuten. Mhm. Und du versuchst herauszufinden, was beim Rob Spence auf der Stirn oben steht. Wenn es das herausgefunden hat, aber es gibt von mir neue Persönlichkeit aufzustehen und spiele fort von vorne an. Und wenn ihr das schafft, 3 so Sachen herauszufinden in 2 Minuten, kommt der Rob Spence die wunderbare Gedenknadel über die Late Night Medaille, goldenes Ehrenkreuz. Schau mal. Ei, schön, he? Und was bekomme ich? Was bekomme ich? Du darfst nächstes Mal nur eins mit mir zusammen auftreten. Das ist auch etwas wert. So, jetzt gehen wir hier rüber. Ich wollte euch schnell die Sachen ankleben. Ihr schaut dann bitte zusammen ganz schnell ins Publikum. Ihr dürft natürlich nicht sehen, was bei euch selber ist. Oh, das ist gut. Rob, du bist das da. Das muss Agatha herausfinden. Das ist lustig. Das finde ich sehr lustig. Und Agatha ist das. Das muss der Rob Spence. Aber er sieht das, also, was ja, also umgekehrt. Also so ja. Ist es. Du musst herausfinden, was du drauf hast. Rob Spence muss herausfinden, was du drauf hast. So, okay. Also, Agatha, du stellst dich jetzt so. Genau, stellst dich so hin. Rob Spence, geht bitte auf unsere Bühne. Okay. Und wir starten das Spiel. Das Spiel heisst Dr. Spence Körperwelten. Ich freue mich sehr. Ihr habt 2 Minuten Zeit und das Spiel startet jetzt. Agatha, was bist du? Vulkan, ein Cowboy! Nein. Und nochmal ein Vulkan, ein Cowboy, der explodiert seinen Kopf! Ja. Der explodiert seinen Kopf! Ein Vulkan, auf dem Pferd! Nein! Schaut doch raus, was explodiert jetzt im Kopf? Ah, der andere, der Schneemann, der. Richtig, der Böck! Der Böck! Und jetzt bitte, das da. Rob, bitte. Ja. Ein Pimp, ein Gangster. Nein. Er schreibt etwas auf in den öffentlichen Verkehrsmitteln, Rob. Oh, ein Polizist. Fast, ist es. Sie wollen es gerne sein, aber sind es nicht. Er ist ein Verkehrspolizist. Nein. Im Tram. Oh, ja, ich weiß es nicht mehr, was er sagt auf Deutsch. Ja, der Billigkontrolleur. Der Billigkontrolleur, genau. Rob Spence, hoch. Du kommst da rüber. So, Rob Spence, bitte, was ist sie? Haben schon 2 rausgefunden? So lange die Zeit läuft. Ein alter Mann. Oh, ein Kind. Ja? Ein alter Mann mit einem Kind. Ja, aber das Kind ist gesucht. Das Kind ist... Die Royal Baby. Das ist Schweizer Royal Baby. Ah, der Schweizer Royal so Baby. Keine Ahnung. Das ist der Sohn von Wilhelm Tell. Fast. Es ist ein Mädchen. Das ist ein Mädchen. Auch in den Bergen. Ah, eben, der hat Busen. Ja. Und, oh mein Gott. Und Heidi! Und da. So, Achtung. Jetzt. Der schaut den Fernseher, ja. Schön, Agatha. Kleiner Zwischenapplaus für Agatha. Sehr schön gemacht. Er schaut und... Ja. Oh, Zuckerberg? Nein. Älter. Nicht so reich, aber einflussreich. Bildschirm, ja. Fernsehbildschirm. Und fertig. Applaus für Brady. Ombudsmann. Der Ombudsmann. Das ist eine Krankheit. Am Schluss nicht ganz, aber es sind doch 3 Namen, haben sie geschafft. Die haben das Spiel geschafft. Und somit kommt Rob Spence die Ehrenmedaille über von Devil Late Night. Danke vielmals, Applaus für die beiden. Sehr schön gemacht. So,
und das war es auch schon wieder gesehen mit Dirty Late Nights. Merci, dass ihr dabei seid. Nächste Woche geht es weiter mit dem Rob Spence. Außerdem dabei gesehen Agatha Diemen. Schlafen gut, merci vielmals. Gute Nacht.